Wir stehen heute vor dem Olympiastadion in Berlin. Doch leider haben wir kein Ticket dabei. Meine einzige Hoffnung ist aber, dass ich diese eine 10-Cent-Münze habe. Mit der versuche ich mich so hoch zu traden, dass ich mir ein DFB-Pokal-Final-Ticket leisten kann. Haben Sie irgendeine Aufgabe für mich, die ich erledigen kann, dass Sie mir irgendwas geben können, damit ich ein bisschen weiter höher gehen kann? Du suchst jetzt ein Mädchen, Trikot Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. Und die sagt, der FCK ist der geilste Verein und wird heute Pokal sehen. Okay, die erste Aufgabe steht. Darf ich Sie eine ganz kurze Frage stellen? Sie müssten nur für mich ganz kurz sagen, der FCK ist der beste Verein und wird heute Pokalsieger. Leverkusen ist der beste Verein und wird heute Pokalsieger. Yeah! Sie haben es geschafft, wir haben es nicht geschafft. Aber trotzdem. Sie hat es gesagt. Kannst du es dokumentieren? Ja, mit Videobeweis sogar. Eine Stufe weiter. Okay, hier die 2 Euro, tauschen gegen die 10 Cent. Yes! Sorry. So Freunde, wir haben die ersten 2 Euro, aber das ist ein kleiner Step zu etwas ganz, ganz Großem. Let's fucking go. Okay. Ja, nichts Asoziales, ja. Nichts Asoziales? Ja. Wieso? Guckst du nicht meine Videos? Du holst das Ding da, stellst es so auf deinen Kopf, dann rennst du einfach von da, keine Ahnung, einfach mal hier so komplett durch. Das Ding hier? Ja, das Ding okay. Auf deinen Kopf. Okay. Okay. Digga, was ist das für eine komische Aufgabe? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Bruder, das war die most random Aufgabe aller Zeiten. Ich schwöre sogar. Ey, ich küsse dein Herz, mein Bruder. Habt ihr Durst? Ja. Was wollt ihr trinken? Cola trinke ich, ja. Cola? Okay. Okay, wir kommen zu einer neuen Sache, die in diesem Format gibt. Denn kann Items einlösen. Items, die sich in meinem Rucksack befinden. Cola kann ich für 1 Euro einlösen. Wie viele Colas wollt ihr? 2? Okay, eine Cola kostet 2 Euro, ne? Habt ihr 2 Euro? Ja. Für eine Cola? Danke, okay, stark. Ich habe Fanta Exotik, ich habe Wasser, ich habe Cola. Alles für jeweils 10 Euro. Hey. Stark. Hier. Sehr gut. Da muss ich nicht meine Aufgabe legen. Stand jetzt habe ich 15 Euro ergattert. Aber für die 3 Getränke habe ich 10 Euro bekommen. Aber um die Items einzulösen, muss ich natürlich einen gewissen Betrag der Bank geben. Die Bank ist in dem Fall hinter der Kamera Phil. Und der muss ich jetzt für die 3 Getränke 3 Euro geben. Das heißt, wir haben 12 Euro noch. Wäre einer von euch so nett, kurz ein Foto von uns zu machen? Ja, selbstverständlich. Aber kostet, ne? Ich meine, es kostet. 1 Euro wenigstens. Weil wir versuchen uns gerade hochzutraden, deswegen. Ja, geil. Genauso stark. 1 Euro für Foto machen. Okay, Freunde, es läuft relativ gut. Wir sind erst bei 10 Minuten und haben schon... Ich werde kurz angerufen. Hallo. Hallo. Wer ist da? Yes. Patron. Patron? Ja, was willst du? Ich habe was, was du vielleicht gebrauchen könntest. Wie? Haare? Was? Nein, also ja, aber ich meine was anderes. Was sonst? Ein DFB-Pokalfinal-Ticket. Sag Walla? Ja, Walla. Ja, dann gib doch, hä? Nee, Soldat. So einfach läuft das nicht. Du musst dafür schon was leisten. Okay, muss aber schon wenigstens VIP-Ticket sein, dass ich auf die Knie gehe. Was? Nein! Alter, was stimmt nicht mit dir? Ich will, dass du dich auf 50 Euro hochtradest. Dann ist das Ticket... deins. 50 Euro? Digga, das ist viel zu viel. 50 Euro. Vergiss nicht. Die Zeit läuft gegen dich. Ja, aber wie soll ich das? Kleine aufgelegt. 50 Euro für ein Ticket. Und wir haben nur noch knapp eine Stunde Zeit. Aber wir versuchen das Unmögliche zu schaffen. Let's go. Darf ich dir eine Frage stellen? Wir sind gerade dabei, uns hochzutraden von 0 Euro auf ein DFB-Pokal-Final-Ticket. Hast du irgendeine Aufgabe für mich? Ich hätte gern selbst ein Ticket. Du hast selber kein Ticket? Ja. Okay, das ist mein Revier, by the way, ne? Aber du bist eine Frau. Du hast Vorteile. Könntest du jetzt spontan 3 Euro mir PayPal? Ich mach das. Ja, aber du musst mir vorher eine Aufgabe geben. Weil wir versuchen uns gerade hochzutraden. Okay. Ja. Ich kenne deine Videos. Ich mach Stadionvlogs. Du machst Stadionvlogs? Ja, stark. Da kannst du dir einen Tipp abgeben. Du musst einen Tipp abgeben. Einmal Prediction abgeben. Okay. Das kannst du auch für deinen Vlog aufnehmen. Jo, mach schon. Ich sage 3-0 Lautern. 3-0 Lautern? 3-0 Lautern. 3-0 Bergamo, 3-0 Lautern. Wie heißt du auf YouTube? Dann können wir auch. Wir packen sein YouTube in die Beschreibung rein. Danke. Haben jetzt nochmal 3 Euro für einen Tipp. Stadion noch rein. Ja. Wir lösen Item Nummer 2 ein. Ich zeig den Jungs jetzt einen Zaubertrick. Und wenn er euch irgendwas wert ist, dann könnt ihr mir ein bisschen Geld geben, okay? Komm mal kurz weg. Das ist ein schlechter Trick. Der schlechteste Trick aller Zeiten fängt damit an, zu sagen, dreh dich mal kurz weg. Okay, guck mal ganz kurz hier rein. Ist da hier irgendwas drin? Nicht? Okay, du kannst kurz halten. Okay, ich nehme immer jetzt einen Stapel raus und irgendwann sagst du Stopp, okay? Das ist dann deine Karte, okay? 6. 7. Du musst irgendwann Stopp sagen. Das ist deine Karte, okay? Merk dir die Karte. Ich gebe dir jetzt diesen Stapel und du darfst den mischen, wie du willst. Ich habe jetzt 3 Versuche, um deine Karte rauszufinden, okay? Wir machen einmal so. Okay, zieh eine Karte raus. Eine. Die Karte, die er jetzt rauszieht, wird seine Karte sein. Sicher? Müsste eigentlich.
So, ist nicht? Das ist nicht deine Karte. Ich weiß nicht, kannst du mal ganz kurz in die Kamera sagen, was deine Karte ist? Ich weiß nicht, ob wir es gezeigt haben. Herz 10. Aber weißt du, was du bist? Du bist sehr, deine Gedanken kann man relativ schnell lesen, okay? Ja, du bist sehr durchschaubar. Wir machen es jetzt einfach mal so. Was siehst du hier? Was steht hier? Weiß ich nicht. Okay, was steht hier? Ich bin nicht. Okay. Ja. Was siehst du hier? Ja, das ist die Karte, ne? Nein, was steht hier? Was siehst du hier? Die Karte. Ist eine Karte, eine Rückseite, Karte, ja. Hier? Auch eine Karte, eine Rückseite. Okay, das, hier war eine Random-Karte, hier war eine Random-Karte. Jetzt gucken wir mal ganz kurz zusammen in die Kamera. Und das ist meine Karte, die Herzen. Das ist deine Karte. Geiler Trick. Das ist der schlechteste Trick aller Zeiten, aber es funktioniert. Hast du PayPal oder so? Ja, hab ich. Dann schickst du mir einfach so viel du willst. In der Maschine 3 Euro für den Kartentrick gezeigt. Das hat er gerade auf PayPal geschickt. Ihr kriegt die 2 Euro, wenn ich eine Minute eurer Zeit bekomme und den Partner des heutigen Videos vorstellen darf. Ja. Okay, der Partner des heutigen Videos ist Wonderchef Femora 13. Ich krieg immer wieder die Nachricht, Omid, wie machst du überhaupt deine Videos? Schneidet ihr keine Videos oder ja. So? Ja? Okay, ich kenne das Programm, super. Ja? Kennst du auch das? Wirklich? Ja. Okay, das ist nicht gescriptet. Wonderchef Femora 13 ist ein gutes Amateurprogramm für jeden Einzelnen, der mal ein bisschen kreativer arbeiten will, so ein bisschen TikTok schneiden will, Reels schneiden will oder YouTube-Videos. Was schneidest du damit? Ja, für mich selber kreative Projekte. Okay. Das ist wirklich sehr anfängerfreundlich, ne? Also ihr habt es gesehen, das war nicht mal geskriptet. Aber ich darf euch persönlich nochmal 3 coole Features von Wonderchef Femora 13 vorstellen. Ein cooles neues Feature von Wonderchef Femora 13 ist die KI-Maskierungsfunktion. Diese ermöglicht nahtlose Übergänge, mehrdimensionale Szenen und präzise Farbkorrekturen. Ihr könnt damit komplexe Standbilder erstellen und professionelle visuelle Verbesserungen mit Leichtigkeit erzielen. Aber auch die Keyframe-Funktion ermöglicht es euch, Videoclips, Objekte und Texte so zu animieren, Farbstufungen zu ändern und schillernde Effekte hinzuzufügen, um das visuelle Engagement zu erhöhen und, ganz wichtig, Zeit zu sparen. Das letzte Feature, was ich euch mitgeben darf, ist die KI-gesteuerte Text-zu-Video-Funktion. Hierbei könnt ihr fesselnde Videos mit Animationen, anpassbaren Schriftfarben, Stilen sowie weichen Übergängen zwischen Textelementen erstellen. Diese Videos ermöglichen euch, professionelle Videos zu gestalten, das im Handumdrehen, ohne Kosten, Mühen und Zeit zu sparen. Danke an Wonderchef Femora für das Sponsern des Videos. Mit meinem Link unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch das Programm runterladen und kostenfrei testen. Ich küsse eure Herzen. Weiter geht's mit dem Video. Let's go. Ich warte immer noch auf einen Anruf von Patron, dass er ein bisschen runtergeht. Weil ich sag ehrlich, von der Zeit her wird's schon sehr, sehr knapp. In einer Stunde ist schon Beginn. Ich muss mal jetzt so langsam auch Richtung Stadion, damit ich merke, wie diese Anspannung anfängt zu absolvieren, damit ich das so ein bisschen rüberkommen kann. Ich kann ein Porträt von dir malen, gegen eine bestimmte Summe. Du kannst mir aber PayPal. Ja, okay. Okay? Ja. Willst du mir PayPal? Dann machen wir das so, dass du mir jetzt einfach 30 Sekunden Zeit gibst oder ich zeig dir einen Zaubertrick und dann kannst du mir das Geld PayPal. Wie beginnt ein schlechter Trick? Indem ich dir sage, guck mal kurz weg. aber währenddessen kannst du mal ganz kurz erzählen, wie du heißt, woher du kommst. Ich bin Niklas, komme aus Berlin. Niklas? Okay, stark. Ja. Merk dir die Karte? Ja. Das ist deine Karte. Das ist Niklas seine Karte, ich darf sie nicht sehen, okay? Darf ich ganz kurz fragen, was du hier siehst? Ja, die Karte, ja, stark. Bist du bereit, mir für den Trick jetzt 3 Euro zu PayPal? Können wir machen. Okay, stark, Niklas. Ich kenne dich. Von wo kenne ich dich? Malle. Malle, ja, stark. Ich hab dein Katz geküsst. Stimmt, 14 Cent. 2 Euro gegen diese Kaugummi. Okay, Jungs. Das war ein guter Trade. Ich küsse eure Herzen. 1 Euro gehen jetzt wieder auf die Bank. Ich sage, der Call mit den Kaugummis ist es. Es ist 19.09 Uhr, Freunde. Und wir haben 23 Euro. Wir sind seit knapp 50 Minuten unterwegs. Oh mein Gott, wenn man vom Teufel spricht, der Patron ruft an. Oder bitte, ja, 50 Euro sind viel zu viel. Okay, ich gehe runter auf 40 Euro. Aber nur, weil ich heute gute Laune habe. Bruder, 40 ist auch viel zu viel. Das Spiel fängt gerade an. Die Leute gehen schon alle rein. 40 Euro. Bis 19.30 Uhr. 40 bis 19.30 Uhr. Wenn ich es nicht schaffe... Ja, dann kommst du nicht rein, du Schwanz. Wir haben eine Aufgabe. Bayer Leverkusen ist ein sehr random Verein. Random Vereine haben random Fanfreundschaft. Mit wem hat Bayer Leverkusen eine Fanfreundschaft? Niklas Offenbach. Okay, das war... Kann sein, aber die meinte ich nicht. Ein ausländischer Verein. Ein ausländischer Verein? Ja. Ja, er weiß es nicht. Ein Tipp. Gib mir einen Tipp, nur das Land. Pharma League. Pharma League? Ja. Die nennen Deutschland immer Pharma League, aber sind eigentlich selber welche. Welches Land? Ist das Österreich? Nee, England. England? Also ja, okay. Blackburn Rovers. Nee, Brighton. Ah. Okay, du musst mir jetzt 2 Euro PayPal. Ja. Machst du das? Mach ich. Stark, dann sehen wir uns, ja. Okay, Maxi Beister schickt nochmal 2 Euro, obwohl er, glaube ich, wirklich ein bisschen mehr schicken könnte. Die 2 Euro, die er jetzt schicken würde, haben wir jetzt nochmal da. Das heißt, wir haben jetzt 25 Euro. Ey, Carlo, was gibst du für eine Aufgabe für Omid? Ich habe eine Idee. Ich mache ein Grußvideo an Carlo mit 2 Euro. Ja, mach einfach ein Grußvideo. Okay. Grüße gehen raus an Carlo. Grüße gehen raus an Carlo Gambino. Schöne Grüße, mein Bruder jetzt. Ja! 27 Euro. Was geht?
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte mal, warte mal! Warte mal, 1, 2, 3, 4. 4 Bilder. 5 Euro. 3 Euro. 3 Euro für ein Gruppenbild? Okay, stark. Ja, Bruder, wer macht Bild von euch? Hier ist es gerade ein bisschen laut, aber wir haben 20, 24, 26, 28, 30 Euro. Wir brauchen in 10 Minuten noch 10 Euro. Okay, wir machen 15 Mal und du kriegst 2 Euro von mir. Wenn nicht, krieg ich 2 Euro. 15 Mal. Ja, 15 Mal. 13, 14, 15. Ja, Bruder, wann er seinen linken Fuß benutzt, Digga. Hier 2 Euro, Digga. Bitte sehr. Patron. Ah, ich schaff's nicht. Die schaff ich nicht, Digga. Es ist eh noch halbe Stunde. Gib doch noch eine halbe Stunde Zeit. Hör mir zu, wenn du das Insta von einer Dame klärst, dann hau ich nochmal 10 Euro drauf. Jetzt? Bruder, hier ist tot. Wen soll ich hier klären? 10 Euro? 10 Euro! Ja, okay, ich versuch's. Okay, Patron sagt, wenn ich jetzt Insta von einer Dame kläre, kriege ich 10 Euro. Mein Leben hängt auf dem Spiel. Ist es okay, wenn ich dich nach deinem Instagram frage? Ist okay, aber ich hab kein Instagram. Du hast kein Instagram? Okay, was zählt als Alternative zu Instagram? Snapchat? Ich bin okay. Aber ich mach weiter, ja? Ja, was soll ich machen? Bitte, erlöse mich von dieser Qual. Klär einfach nur ein Insta von irgendeinem Random, dann kannst du rein. Ja, okay, easy. Ey Jungs, darf ich euch was fragen? Was geht's? Geht, alles gut? Darf ich dich was fragen? Patron sagt gerade, wenn ich dein Instagram bekomme, kann ich in das Stadion rein, in das Spiel schauen. Krieg ich dein Instagram? Ja. Okay, zeig mir dein Instagram. Sarankan030. Okay. Patron. Ja! Fucking made it. Dank Sarakan030. Dank Sarakan030 haben wir uns das Ticket ergattert. Wir gehen jetzt rein ins Stadion und zeige euch mal, was man erleben kann, wenn man sich hochtradet von 10 Cent und auf so korrekte Leute trifft wie ich heute. Leverkusen hat das 1-0 gemacht. Moment, du bist im Pokalfinale. Wir verpassen 1-0. Yes, komm, ich sitze. Die besten Sitze. Oh mein Gott. Ja, hier sind einfach Schweine dran. Basti! Basti, komm, eingelegt! Digga, eine Frage an den einzelnen Soldaten, der das Video bis jetzt geschaut hat. Eine ernste Frage, einfach gerne kommentieren. Mit Ja oder Nein. Glaubt ihr, Schweini hat einmal schon gedrückt, Ja oder Nein? Bisschen respektlose Frage, aber ich sag 100%. Oh Mann, Schweini hat dich zurück. Ich schwör's dir, Alter. Oh!